Okay. 3, 2, 1. Know-how, hip hip, chin chin, Klappe die erste. Hallo ihr Lieben! Was geht? Willkommen bei unserer vierten Folge schon. Vierte schon, okay. Und heute ist das Thema hip hip, chin chin. Was hat es damit auf sich genau? Das verraten wir euch. Wir wollen nämlich heute ein bisschen über unsere Programme reden. Wie sieht so ein Wettkampf überhaupt aus? Also welche Programme laufen wir da? Und wie werden die genau genannt? Das erfahrt ihr jetzt. So, bei einem Wettkampf oder generell alle Eiskunstläufer auf dieser ganzen Welt haben zwei Programme ab Junior. Genau. In Klammern. Ja, in Klammern ab Junior. Und zwar einmal den Kurztanz, beziehungsweise beim Einzellaufen Short Program genannt. Kurzprogramm. Kurzprogramm, ja. Wir bleiben auf Deutsch. Und international bekanntes Wort, die Kür. Oder auch Freedance oder Long Program genannt, ne? Ja, genau. So. Diese zwei Programme, die haben wir immer und die trainieren wir eigentlich die ganze Saison. Bei uns Eistänzern ist es so, dass wir beide Programme in der neuen Saison erneuern. Bei den Einzelläufern ist es meistens so, die behalten immer ein Programm und machen das andere Programm neu. Warum das so ist? Ja, bei uns gibt's nämlich andere Regeln. Wir haben dieses Kurzprogramm, dieses Short Program. Da wird jedes Jahr ein neues Thema vorgegeben. Richtig? Genau, also wir haben die sogenannten Pflichttänze und danach orientiert es sich ungefähr. Das heißt, wir hatten dieses Jahr Rumba, das heißt, wir haben Lateinamerikanisch. Nächstes Jahr haben wir Tango Romantica. Also werdet ihr ganz viele Tangos die nächste Saison sehen bei den Eistänzern. Genau. Wir haben so 22 Pflichttänze. 22. Und dementsprechend ändert sich das Thema auch jedes Jahr und auch die Regel ändert sich im Kurzprogramm, mit was wir dieses Thema mixen können. Zum Beispiel dieses Jahr ist es uns zum ersten Mal für uns komplett freigestellt. Zu Tango Romantica Rhythmus können wir egal welchen anderen Rhythmus dazu wählen. Das Aha. heißt, wir können uns egal was dazu, ist egal. Ja. Steht uns frei. Genau, weil meistens... Also oft ist das so, damit die Kühe oder das Kurzprogramm nicht zu langweilig wird, versuchen wir mal verschiedene Rhythmen zu mischen und aus mehreren Teilen zusammenzubasteln. Und deshalb haben wir halt diese Regeln, dass es nicht zu monoton wird. Eistänzern! Das wir sind die, die tanzen immer tanzen. Neu herum. Oder man sagt auch, das denken nämlich viele, wir sind Eistänzer geworden, weil wir nicht springen können. Stimmt so not halb. Not true. Halb stimmt's schon. Aber hauptsächlich ist es, weil wir schon immer die besseren Tänzer waren und darum gedacht haben. Ja, viele haben halt sehr gute Sprungkraft oder auch Explosivkraft und sind einfach talentiert zu springen. Andere wiederum sind sehr talentiert in Ausdruck, in Schauspielerei. Die gehen meistens zum Eistanzen. Tim und ich, wir lieben es, ausdrucksstark zu sein, genau. Zu tanzen, egal zu welcher Musik, auch privat gehen wir tanzen. Und ja, deshalb sind wir eigentlich Eistänzer geworden. Disco Fox am Wochenende. Nein, Spaß, natürlich nicht. Nein, kommen wir jetzt zum Eistanzen, zum Short Dance, zum Kurztanz. Da, wie gesagt, haben wir immer jedes Jahr das neue Thema und dazu auch den Pflichttanz. Von den 22 Pflichttänzen hatten wir dieses Jahr die Rumba. Zum Beispiel und davon nur eine halbe Runde. Nächstes genau. Jahr dürfen wir eine ganze Runde laufen. Was uns super glücklich macht. Yay! Yes! Egal, anyway. Wir haben diesen Pflichttanz, den jedes Paar laufen wird, irgendwo versteckt im Shortdance. Versucht den mal zu finden. Deswegen denken auch so viele, dass wir das Gleiche machen, weil wir wirklich mindestens immer ein Element, also alle Eistänzer, die gegeneinander laufen, haben mindestens immer ein Element, was gleich aussieht, gleich, was natürlich genau. besser und schlechter... ja, oder auch verschieden interpretiert werden genau, kann. Genau. So. Tango Romantica haben wir dieses Jahr. Da sieht so ein Spurenbild dann so aus, dass man
Ja, okay, da erkennt ihr jetzt nicht so viel, aber diese verschiedenen Kurven und die Schritte, die da drinstecken, ist sehr kompliziert, aber keine Angst, wir gehen da noch mehr ins Detail drauf ein in den nächsten Folgen, also stay tuned. Das ist der Pflichttanz jetzt, Tango Romantica, genau. Was haben wir da noch im Shortdance? War es das? Oder? Ich meine, wir müssen mindestens 2 Minuten 40 damit 50. Füllen. Mindestens. 2 Minuten 40 füllen. Also die Regel ist 2,50 plus minus 10 Sekunden. Warum die diesen Puffer von 10 Sekunden machen, keine Ahnung. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der 2,40 läuft, weil diese Zeit, um diese Elemente zu machen, ist sowieso schon zu kurz. Aber ja, mein Gott. Ja, jeder hat die Wahl. Wir schaffen es nicht, in 2 Minuten 40 alles zu machen. vielleicht irgendjemand da draußen, ich weiß es nicht. Oder wir wissen es nicht. Ja. So, was haben wir noch? Wir haben noch einen sogenannten Partial Step. Das ist, glaube ich, erst seit drei Jahren. Seit 3 Jahren haben wir diesen Partial Step im Eistanzen. Ist ebenfalls eine Schrittfolge, aber besonderes Merkmal dieses sogenannten Partial Steps ist es, dass Partner und Partnerinnen sich auf keinen Fall loslassen dürfen. Das heißt, wir müssen immer in Körperkontakt sein, wenn wir diesen Schritt laufen, durchgehend. Ohne Wenn und Aber, sonst gibt's Abzug. Genau, das ist die Regel und damit wollten die so ein bisschen erreichen, dass die Paare in ihrem Team mit dem Trainer zusammen eigene Pflichttänze. Ja, so eine Art. Genau, das war der Grund, warum die das gemacht haben. Also eigene Pflichttänze kreieren, dass man in der Zukunft vielleicht welche von diesen Partial Steps, wie das auf Deutsch ist, keine Ahnung, Partial Step, Schritt oder so, nein, die wollten damit erreichen, dass die Paare eigene Pflichttänze, die man in der Zukunft vielleicht nehmen kann. Genau. Hatten wir auch jetzt, also bis jetzt haben die nur ein Partial Step genommen von den Kanadiern von 2016, ja. Also genau. Nach der Saison 2016, 15, 16 genau. War das, genau. Also das ist der erste Pflichttanz, der offiziell als neuer Pflicht, nee, der erste Partial Step, der offiziell als neuer Pflichttanz jetzt anerkannt wurde. Aber bis jetzt hatten wir dann keinen mehr gehabt. Wir waren alle nicht kreativ genug. Jetzt ist die neue Regel sogar, dass sie den Partial Step rauslassen. Genau. Also den wird es in Zukunft, in der nächsten Saison nicht mehr geben. Ja, genau. Also wir haben noch keine offizielle Bestätigung, das wird so in der Eislaufwelt weitergegeben, aber es wird wahrscheinlich keinen Partial Step ab nächster Saison mehr geben. Die lassen sich nie wieder was Neues einfallen. Hey! Worauf wir uns freuen. So. Was haben wir noch? Patan Partial Step. Wir haben noch genau das Gegenteil von diesem Partial Step, einen Non-Touch Step. Also ohne zu berühren. Genau. Wir machen da Schritte nebeneinander. Es müssen nicht unbedingt die gleichen sein. Es können auch verschiedene Schritte sein. Aber wichtig ist, dass es parallel läuft. Genau. Und das dementsprechende Level vorgibt. Kommt alles noch, keine Angst. Nur grob erstmal. Und genau, da muss man von Anfang bis Ende, ohne sich zu berühren, nebeneinander laufen. Genau. Das ist die Regel, so stumpf gesagt, genau. Wir hatten jetzt diese Saison eine Sonderregelung, wo man sich innerhalb dieses Schrittes für einige Sekunden anfassen durfte, als Tanzeinlage, ja. Um ein bisschen diesen Lateinrhythmus wiederzugeben. Aber normalerweise, hip hip chin chin. Hip hip chin chin, da werden wir. Aber normalerweise darf man sich nicht anfassen, sonst gibt es Abzug. Also genau das Gegenteil vom Partial Step. Kommen wir zu den letzten zwei Elementen, die Eistanzen oder was das Merkmal vom Eistanzen ist. Das ist einmal, brauchen wir natürlich Hebungen. Die wir nicht über Kopf machen dürfen, aber das wisst ihr ja schon, habt ihr unsere erste Folge gesehen. Im Shortdance ist es nur eine, in der Kür etwas mehr, aber das sagen wir gleich. Und dann haben wir noch die sogenannten Synchrontwizzle. Das Lieblingselement der Eistänzer. Wow. Es lieben alle. Warum auch immer. Seht einfach her.
Hier seht ihr, wie die Eistänzer es lieben, dieses Element auszuführen. Sie lieben es einfach. Nein, Spaß beiseite. Twizzle, Synchronized Twizzle sind für uns wie der Vierfach-Tulip, also eine oder Vierfach-Lutz, auf jeden Fall wie der schwierigste Sprung für Kunstläufer. Genau. Warum das so ist, wissen wir nicht. Keine Ahnung, aber es hat sich in den letzten Jahren so gezeigt. Sobald man die Technik der Twizzle raus hat, kommt es natürlich auch drauf an, wie der Name sagt, auch die Synchronität. Und das ist, glaube ich, wirklich das Allerschwierigste. Beide Personen müssen aussehen, es wäre einfach ein Spiegelbild davor oder daneben. Ja, eine Person, genau. Ja, es muss einfach komplett zu 100% synchron aussehen. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste an diesem Twizzle. Und deshalb haben alle oder viele der Eistänzer immer genau, kurz erhöhten Blutdruck, bevor es dann losgeht.